You call yourself soldier? You tarnish the soldier name. Angeal! Wait! Those wings. I want them too. Cloud. Und damit herzlich willkommen zurück zu Crisis Core Final Fantasy 7 mit einem verstörenden Anfang. In der letzten Folge hat Cloud Sephiroth, ich sag mal, fürs Erste beseitigt, weil ich nicht weiß, ob er wirklich tot ist, weil noch nichts bestätigt worden ist. Und dann wurden wir von Professor Hoyo, glaube ich, war das, anscheinend in diese Reaktoren oder diese Gefäße reingepackt. Schau mal, ob er reden kann. Okay. Schrankschlüssel. Und anscheinend möchten sie uns auch zu irgendwelchen Monstern machen oder so. Anders. Anders kann ich es mir nicht erklären. So. Ich habe einen Schrankschlüssel erhalten. Was mache ich denn mit diesem Schrankschlüssel? Oh, Moment mal. Oh ne, ich bin hier hinten. Aber Nibelheim ist ja komplett zerstört worden von Sephiroth. Ich habe absolut keinen Plan, wo ich hingehen soll. Hier ist auch gar kein Schrank, den ich öffnen könnte. Dann wollen wir mal aufbrechen. Dann tun wir das bitte. Komm, Cloud. Nimm dich mit. Komm. Dafür sollte Cloud eigentlich aufgestuft werden. Seinen Heldenmut. Aber ich finde das ganz gerade schon tragisch. Also ich hätte mit diesem ganzen Plot nicht gerechnet. Also dass Sephiroth irgendeine Scheiße baut, klar mit Genova, aber dass Cloud da jetzt mit drin ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Du wirst hier etwas auf mich warten müssen. Ich sichere uns den Weg. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl... Okay, ich verstehe die Rivalität zwischen Cloud und Sephiroth, weil Cloud ihn ja angegriffen hat. Das erklärt, das verstehe ich. Warum dann Cloud aber Assi wurde, verstehe ich noch nicht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das schon aufs Finale zugeht.
Aber wie soll ich denn diesen Weg sichern? Activating Combat Mode. Ganz verstehe ich das noch nicht, aber es sind jetzt andere Gegner hier. Komm, geh doch jetzt her, komm, geh weg, dich mag keiner. Jetzt krepier doch endlich! Der andere ist doch auch voll schnell gestorben. Activating Combat Mode. Dankeschön. Ich wollte gerade, aber okay. Oh Mann. Also ich schätze mal. Dankeschön. 38. Das wird jetzt vermutlich Feinde Shinras sein. Kann ich mir recht gut vorstellen. Good luck. Thanks. Sind die stärker geworden? Lol. Auch nicht wieder Genesis. Mom. Show me the true power of soldier. Mind your own business. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Crystal Core kein schönes Ende nimmt. Vor allem Zack. Und das ist nicht mal gespoilert. Also prinzipiell habe ich mich gerade. Prinzipiell habe ich mich schon lange selbst gespoilert. Aber ja. Activating Combat Mode. Lieber, ich, es gibt gerade keinen Sinn. Ich tue jetzt hier alles wegräumen, aber dann. Warum sollte Angel sagen, dass der Dingsin Angel so schon lange tut? Ja, lol, dankeschön. Dankeschön. Danke, Angel. Jetzt von dir. Sturmangriff Stufe 4. Prove your honor to me. I got it. Es ist gerade irgendwie so voll die komische Atmosphäre in dem Spiel. Okay, der Weg soll jetzt sicher sein. Okay. Komm, Cloud. Schon so eine eher traurigere Stimmung. Zeit für die nächste Pause, mein Freund. Ich sichere uns den Weg. Wir können ja nicht mal ins Dorf zurückgehen, weil das Dorf existiert ja nicht. Es ist nicht existent. Eine E-Mail gekriegt von wem, von Tiefer? Oder von. Bevor ich diese E-Mail aufmache, es steht hundertprozentig drinnen, dass Zack gestorben ist. Hundertprozentig. Sag ich doch. Die unten aufgeführten Personen sind im Dienst für die Firma gefallen. Sephiroth Rang 1 Soldat, Zack Rang 1 Soldat, zwei Infanteristen. Ende der Mitteilung. Ich hätte nächstes Cloud reinschreiben können. Ich glaube nicht, dass Sephiroth 100%. Sephiroth bin ich mir nicht sicher. Zack ist ja nicht tot.
und zwei Infanteristen. Das sind solche Heuchler, diese Shinra. Solche Heuchler, ey. Der einzige, der tatsächlich bis jetzt tot ist, ist Angel. Den haben wir umgebracht. Solche. Ich hab's aber gewusst. Ich. Es war so klar, wenn die schreiben. Dass da was im Busch ist. Geht. Okay, der Weg wäre damit gesichert. Ein Kampf. Die Treppen wären jetzt lustig zum Untergehen. Oh, schade. Vielleicht hat er noch über die über das Geländer geschmissen. Okay, das wäre fies. Aber was ist jetzt? Wir können nicht mal mehr zu Shinra zurück. Weil wir ja tot sind. Und wenn wir zurückkommen würden, würden wir ja als sag jetzt mal als Feind zurückkommen. Ich werde den Weg sichern. Warte hier auf mich. Es wird nicht lange dauern. Am nächsten muss ich den Weg nicht vom Reaktor hierher zurückgehen. Schreibt mir jetzt Kunzel. Das letzte Wunder. Hallo, wie geht es dir? Mir und meiner Mutter geht es gut. Wir haben das Dorf nach dem Brand verlassen. Doch als wir nach einiger Zeit wieder zurückkehrten, war alles beim Alten. Die Häuser waren völlig unbeschädigt. Nur von den Bewohnern kannte ich niemanden. Falsche Häuser für falsche Bewohner. Da hat doch sicher Shinra seine Finger im Spiel gehabt, oder? Das werde ich nicht durchgehen lassen. Bei dir ist es anders. Du hast mir geholfen und deshalb habe ich in der Umgebung des Dorfes einen Schatz versteckt. Unsere Wunderjagd konnten wir leider nicht beenden. Doch nun ist das Dorf selbst zum letzten Wunder geworden. Okay. Das ist interessant, aber ich habe gelesen, dass es irgendwo hier hinten sein soll. Ich weiß nicht, wie ich bin auch da. Dann bin ich so vergiftet. Soll angeblich hier hinten sein. Aber dass die echt ein Fake-Dorf aufgestellt hätten, hätte ich schon schöner. Ja klar, um das zu vertuschen, dass Sephiroth das Ganze abgefackelt hat, ne? Wie abartig Shinra ist. Und ich glaube, ich weiß, warum auch. War das nicht irgendwo hier? Aber es ist kein Wunder, dass dann später Cloud einen Groll auf Dings die Bumsti hat, hier auf Shinra und sich Avalanche angeschlossen hat. Ich hoffe, ich nehme jetzt kein was vor, aber es tut mir leid. So, ich muss jetzt mal angucken, wo das siebte Wunder ist, weil das kann doch nicht sein. Ich habe gelesen, dass es hier irgendwo sein soll, aber hier ist es nicht. Schauen wir mal. Oder geht es erst, nachdem ich Cloud zurückgebracht habe? Hallo? Okay, vielleicht hier drüben bei den Häusern. Ach Gott, schreckt mich jedes Mal.
Ich sehe aber nichts Glänzendes. Doch, da guck mal. Das wird das siebte Wunder gewesen sein. Kann ich hier eigentlich auch reingehen? Jetzt sollte die Gegend sicher sein. Okay. Einfach mal Umweg gemacht und den Wall mitgenommen und somit haben wir. Alles fertig. Gut, ich glaube, wir haben die 7 Wunder fertig. Also, ich gehe tatsächlich diesen Weg, okay. Jetzt? Ja, aber was machen wir jetzt tatsächlich? Ich meine, wir können wirklich nicht mehr zu Shinra zurück. Kämpfen wir jetzt gegen Shinra oder was ist mit Genesis? Ist Sephiroth wirklich tot? Was ist mit Aerith? Ich wundere, dass Kunstlust noch nichts geschrieben hat. So, ey, was ist mit dir? Lebst du noch? Was ist denn hier passiert? Das Dorf steht da, als wäre nichts geschehen. Dabei müsste alles in Schutt und Asche liegen. Ein Ausbruchsversuch! Die Versuchsobjekte des Professors wollen fliehen. Mit euch lutschern mache ich kurzen Prozess. Mit euch lutschern. Oh nee, der arme Cloud. Nee. Cloud! Das sieht übel aus. Ich sollte die besser schnell ausschalten. Will nicht wieder in so einer Kapsel landen. Die Schnelltruppen, die Cloud fortsetzen wollen, müssen aufgehalten werden. No. Das ist mein Cloud. Jetzt kommt schon wieder ein neuer. Stop. Beat. No. Es kommt immer wieder ein neuer. What the fuck? Cloud. Moment, stopp! Das reicht's aber langsam. Achso, den Armen, da könnt ihr nicht am Boden herumzerren, sondern am Hose. Nicht zusammenbrechen, Zack. Nein. Verdammt, irgendwie bin ich nicht gut drauf heute. Komisch, diese Typen sollten mich eigentlich nicht so aus der Puste bringen. Thank you.
Ich muss nochmal zur Villa, ein bisschen verschnaufen und mir irgendwas überlegen. Ich habe nicht so ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Ich glaube, das Ganze endet nicht gut. Es ist helllicher Tag und wir sind immer noch geschwächt. Wir sollten uns ausruhen, bis es dunkel wird, findest du nicht? Ich glaube aber, dass das Cloud schlechter geht vom Zustand her als Zack, weil Zack hat ja kein. Ist nicht von Masamune durchbohrt worden. Cloud? Ob er an den Folgen einer Überdosis Marco leidet? Mann, Angel! Kann ich denn überhaupt niemandem helfen? Genug gejammert. Erstmal werde ich dir ein paar neue Klamotten besorgen. Deine Marco verseuchte Uniform wird dir bestimmt nicht gerade helfen, wieder gesund zu werden. Aber Moment, Geduld, ja? Ich bin gleich wieder zurück. Soll ich jetzt in den nächsten Laden gehen und ihm Klamotten kaufen, oder was? Tut mir schon ein bisschen, aber... Activating Combat Mode. Hallo Ghosties, was geht? Danke fürs Vergiften. Dankeschön. Jetzt ist bloß die Frage, kann ich überhaupt noch im Agentenshop was kaufen? Ja lol, ich kann doch noch was kaufen. Okay, wäre Asi, wenn nicht, ne? Die Frage ist, muss ich mir jetzt aus dem Dorf was holen oder von hier was holen? Aber hier gibt es ja vermutlich keine Klamotten, also. Tut das alles so leid, oder? Alles nach hinten losgegangen. Oh yeah! Complete result. Und was ist eigentlich mit Tifa und ihrem Vater? Bin ich überhaupt richtig? Ich schätze schon. Warum kam jetzt hier kein Gegner? Ich weiß nicht, kann ich irgendwo rein? Ja, ich kann gar nicht aus Nibelheim raus. Dann gehe ich mal in die Herberge, vielleicht haben die irgendwelche Klamotten. Bin ich gespannt, ob da neue Leute drin sind oder die ganze Infanteristen drin sitzen. Es sind immer noch die gleichen Leute. Missionskatalog, aber jetzt bin ich mal gespannt. Was gibt's da Neues? Neu. Trainingsmissionen. Shinra erweiterte Ausbildung. Dies ist eine Kampfsimulation gegen die neueste Errungenschaft Shinras. Den Flankbot. Du machst gegen diese Gegner bereits gekämpft haben, doch lass dich nicht mehr so bereit. Mhm. Musterforschungsprojekt. Nibelheim. Großoffensive. Verfolgung der Feinde. Okay, was haben wir hier? Versuchsmonster Stufe 2. Okay. Schwer, das ist extrem. Okay, was haben wir hier? Normal. Schwer. Normal. Schwer. Okay, das ist gegen den Bahamut.
Vielen Dank, dass Sie für unser Haus entschieden haben. Wir hoffen, Sie genießen Ihren Aufenthalt. Ich die Klamotten haben. Jo, sollte ich was zum Anziehen kriegen? Okay. Ah! Ja, wo soll ich denn für Claude was zum Anziehen kriegen? Ich bezweifle ja schwer, dass wir da irgendwas kriegen. Da muss ich wohl in der Villa was finden für ihn. Och Mann, mir tut Claudi so leid. Ist alles gar nicht so leicht. Ich nehme einfach mal die Box hier. Liegt was am Boden? Dokument 7, Forschungstagebuch 6. Jeden Tag schicke ich einen Bericht bezüglich des Status des Versuchsobjekte. Doch da es sich bei ihnen nichts regt, habe ich eigentlich auch nichts zu berichten. Die einzige Freude, die mir bleibt, ist es, nach den fehlgeschlagenen Instrumenten zu sehen. Die beiden haben immer ein offenes Ohr für meine Sorgen. Sie verstehen mich, auch wenn sie natürlich nicht antworten. Ich spüre das. In der Zeit denke ich mir oft, dass mein Job eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ich glaube, ich werde meinen Lebensabend hier verbringen. Ja, okay. Mach mal. Geh auch mal hier weg. Nichts mit Witzka hier, ich glaube es hart. Ja, wo finde ich denn jetzt für Claude was zum Anziehen? Doch, ich spiele hier nicht Barbie oder so. Ukunso schreibt, Proklamation des Silberwindes, das Silberlied. Liebe Mitglieder, unsere Vorsitzende wendet sich heute in einer ermutigenden Botschaft an euch, die wir euch auf keinen Fall vorhalten wollen. Sephiroth wird nicht sterben. Nein, solange es mich gibt, wird er leben. Und sei es nur in unseren Köpfen. Doch fasst Mut, meine treuen Freunde. Ich habe einen Plan. Ich lasse euch wissen, sobald er verwirklicht ist. Seht diesem Tag mit freudiger Brust entgegen, Kameraden. Vorsitzende H. Für meine Frau mag der Ton etwas barsch klingen, doch erwärmste Nachricht nicht unsere Herzen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Kann da gerade Heuchlerei? Also Heldenklug. Hesek, die Abteilung für allgemeine Angelegenheit hat den Ableben bekannt gegeben, aber die Firma verbreitet ja in letzter Zeit nichts als Lügen. Also, wo steckst du? Dass du als Gefallene behandelt wirst, heißt vermutlich, du hast irgendwas angestellt, das Shinra gegen den Strich geht. Melde dich, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Ich versuche dann, dir zu helfen. Also, ich erwarte auf Antwort von dir. Als ob er ihm jetzt schreibt, ja, mir geht's gut, ich bin gerade mit Claude so in der Shinra-Villa und werde festgehalten. Ich wollte gerade eigentlich zum Schrank, aber okay. Geh weg. Stimmt ja, ich habe ja einen Schrankschlüssel gekriegt. Oh, danke schön. Na, wenn das mal nichts ist, das passt bestimmt ausgezeichnet. Soldatuniform. Ja, lol. Und ich bin extra nach Nibelheim gelaufen.
Wo ist der Ausgang? Hier. Um ihm was Schönes zum Anziehen zu kaufen. So ein Tütü. Und blonde lange Haare. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Conflict resolved. Gut, ich tue mich mal wieder hier. Voll heilen. Und dann geht's auch wieder. So, mein lieber Freund. Du kriegst was Schönes zum Anziehen, was Neues. Hey, ich habe was Nettes für dich gefunden. Hier, das ziehen wir dir jetzt an. Zugegeben, riecht nicht gerade neu, aber die Wühltische waren schon ziemlich abgekrast. Egal wie die Situation ist, Zack hat immer noch irgendeinen Scheiß zu sagen. Er hat seinen Humor nicht verloren, obwohl die Situation gerade scheiße ist. Oh, süß. Okay, ich finde es interessant. So ein kleiner Fun-Fact, sage ich jetzt mal, weil in Final Fantasy 7 hat ja Cloud blaue Sachen an, ne? Und in Crisis Core, nicht Crisis Core, in Advent Children hat er anscheinend wieder die Soldatuniform an. Aber nur so eine upgradete, sage ich mal. Das ist ziemlich interessant. Steht dir wirklich ausgezeichnet. They're tiny, but you have lots, right? That's right. Wanna hear? How many you got? 23? Write them down, so I don't forget. I have 23 tiny wishes. But you probably won't remember them all. So, I put them all together into one. I'd like to spend more time with you. Hey, Cloud. I have to go to Midgar. You want to come with me? Hat Cloud eine Wahl? Ich meine, er ist immerhin ohnmächtig, sag ich mal. Oder nicht bei Bewusstsein. Ist eigentlich dasselbe, aber egal. Tod vielleicht. Keine Ahnung. Solange sie nicht wieder am Boden. Och Mann. Nicht schon wieder das gleiche Spiel. Ihr gönnt einem aber auch kein bisschen Ruhe, was? Auf dich zu heilen. Also der Luftschlag auf den Kleinen ist jetzt gerade sehr unnötig, aber... Aber gibt es eigentlich sonst noch irgendwelche Soldaten? Nee, eigentlich nur Cloud. Cloud sagt nur Sephiroth. Ich hab eine E-Mail. Bitte nicht von Aerith. Kunst, Schweigen ist zwecklos. Zack, wo steckst du bloß? Langsam mache ich mir Sorgen. Bitte melde dich, wenn du diese Nachricht erhältst. Da du auf diese Mission mit Sephiroth verschollen bist, vermute ich, dass deine Lage mit dessen Ableben zusammenhängt. Die Jungs erzählen solche Gerüchte von den Geschehnissen in Nibelheim. Bist du etwa immer noch dort? Ich glaube nicht noch dort.